Die ersten drei der Frauen. Larissa, du hast gewonnen. Gestern warst du noch in Tabor. Wie hat dir die Strecke gefallen? Also jetzt hier, ja, war perfekt. Also sehr, sehr anspruchsvoll, muss man ehrlich sagen. Dadurch, dass der lange Sandberg hinten, man kann ihn ja nicht fahren. Man muss schon absteigen und laufen. Und dann hier auch nochmal zwei Sandkasten. Nicht schlecht. Wie sieht deine weitere Saison aus? Was sind die nächsten Rennen? Also in den nächsten, also Zukunft werde ich noch ein paar Teutölkap-Rennen fahren, also international. Der Fokus liegt natürlich dann nächstes Jahr im Januar auf die Deutsche Meisterschaft. Okay, alles klar. Jessica, beim letzten Rennen lief es ja jetzt noch nicht so rund. Heute wurdest du Zweiter, ist ja ein relativ großer Sprung. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also für das, was ich gemacht habe, finde ich das schon ganz gut. Ja. Und die Strecke hat dir auch gefallen, ja? Ja, ich fand die super. Also wirklich Komplimente an den Veranstalter. Also geile Strecke. Okay, sehr schön. Birgit, du wurdest ja letztes Mal Erste und hast ja somit auch die Gesamtführung übernommen. Heute wurdest du Dritte, hast somit erfolgreich verteidigt. Jetzt kommen noch zwei Rennen. Wie optimistisch bist du, dass du das Ding quasi mit nach Hause nehmen kannst? Oh, ich glaube, da wird es noch einen harten Kampf geben und es wird ziemlich hart für mich. Aber ich finde es toll, dass hier so eine gute Frauenkonkurrenz regional ist. Wo hat man schon regional 20 Frauen, die auch noch recht dicht beieinander sind und sich so gegenseitig fordern? Also ja, finde ich klasse und lieber Zweiter oder Dritter in einer guten Konkurrenz als einsam vorneweg. Genau, okay, dann vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke.